Internationale Handwerksmesse in München. Mittelstand und Innovation sind zwei Meilensteine, wenn es um die Zukunft der deutschen Wirtschaft geht. Dabei ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Motor und Partner der Handwerksbetriebe. Es geht ohne Fortschritt nicht. Und was nun eine Maschine besser machen kann wie eine Handwerkerhand, warum soll es da nicht die Maschine tun? Man muss hier einen Mittelweg finden. Es wird genügend Handarbeit fürs Handwerk übrig bleiben, auch wenn wir immer wieder neue technische Maschinen bekommen werden. Computergesteuerte Maschinen, EDV-Einsatz, moderne Vertriebswege oder auch arbeitsteilige Betriebskonzepte gehören ja längst zum Alltag deutscher Handwerksunternehmen. Mit anderen Worten, Handwerk ist ja oft genug auch Hightech. Da bleibt natürlich die Frage, ist Handwerk überhaupt noch Handwerk? Ja, ohne diese technischen Hilfsmittel, ohne die Hightech-Computer und so weiter, I&K-Techniken wird es im Handwerk nicht mehr gehen, und das ist längst erkannt worden. Die Handwerker, hier auch wieder speziell die jüngeren Handwerksmeister, haben sich längst darauf eingestellt. So wie das Schornsteinfegerhandwerk. Aus dem Kaminkehrer von einst ist ein hochqualifizierter Spezialist für Energieeffizienz und Klimaschutz geworden, der seinen Beruf mit handwerklicher Präzision und Hightech ausübt. Der Beruf des Kaminkehrers oder auch des Schornsteinfegers ist ja ein ganz, ganz alter. Was ist das Innovative an diesem Beruf für die Zukunft? Ja, ein Schwerpunkt, der momentan ja überall durch Funk und Fernsehen geht, ist natürlich der Umweltschutz, die Umweltverschmutzung, die Energieeinsparung. Und da ist also unser Beruf sehr stark im Kommen. Wir machen also Energieberatungen in Bayern, den Energiespar-Check Bayern, und kann also dann dem Kunden wirklich Möglichkeiten an die Hand geben, möglichst umweltschonend und energieeinsparend zu heizen. Innovationen aus Deutschland sind so vielfältig wie das Land und die Menschen, die hier leben und die Zukunft mitgestalten. Diese Parabel ist berechnet worden vom Institut für Statik und Dynamik, die Ariane-Rakete berechnet haben. Und wir können auch die Häuser der Zukunft morgen bauen, ohne dass wir eine Heizung einschalten müssen. Die Energiegewinnung und die Art, wie wir leben, werden in den kommenden Jahren eine Bedeutung haben, die uns heute noch kaum bewusst ist. Ideen und Erfindungen aus dem Handwerk können hier in der innovativen Gestaltung der Zukunft auch international eine Vorreiterrolle übernehmen. Das Produkt wurde entwickelt, weil es für die energietechnische Gebäudesanierung hervorragende Dämmstoffe, dichte Fenster mit guten Glasscheiben dazu führt, dass der Wärmeverlust, der Transmissionswärmeverlust sehr verringert wird, aber der natürliche Luftwechsel nicht mehr stattfinden kann. Ein innovatives Produkt, das man leicht einsetzen kann, das die alle Vorteile, was heute in der Lüftungstechnik möglich ist, zu verbinden, habe ich auf dem Markt nie gefunden und deshalb selbst entwickelt. Auch Hightech-Bekleidung made in Germany gehört zu den innovativen Produkten. Diese Jacke etwa warnt ihren Träger durch Mikrochips vor rotierenden Sägeblättern oder anderen Gefahren. Und wer Tradition mit Moderne verknüpfen möchte, kann auf die Krachlederne zurückgreifen, unsichtbar hochgerüstet mit Unterhaltungselektronik. Welche Innovation auch immer, das Zukunftspotenzial des deutschen Handwerks ist gewaltig. Ich bin überzeugt, dass völlig neue Betriebe entstehen werden, mit neuen Aufgaben und auch mit neuen Ideen, so wie das Handwerk immer neue Ideen aufgegriffen hat und auch diese neuen Ideen in die Praxis umgesetzt hat. Was vor 10 Jahren gewesen ist, ist heute teilweise durch die Technik überholt. Aber das ist auch angenehm, so eine Zeit mitgestalten zu können. Und ich betone ausdrücklich, jede Zeit ist Gründerzeit.